Sie hören den Podcast von Hallo Meinung. Mein Name ist Klaus Kelle. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist für viele Bürger zu einem echten Ärgernis geworden. Politisch einseitig, Fake News, belanglose Unterhaltungsangebote und dann ein finanzieller Selbstbedienungsladen. Die nächste Gebührenerhöhung steht an. Alle Parteien außer der AfD machen brav mit. Aus dem schönen Rommerskirchen in Nordrhein-Westfalen hat sich ein Hallo-Meinung-Freund bei uns gemeldet, der das alles nicht mehr hinnehmen will. Guten Abend, Helmut Zilliken. Ja, schönen guten Abend, Herr Kelle. Schauen Sie noch Fernsehen? Ich schaue noch Fernsehen, ja. Warum? Es gibt natürlich auch Fernsehbeiträge, die mir gut gefallen. Ich denke da auch an Dokumentationen, die ein oder andere Kochsendung, Sport. Das würde ich schon sagen, ist sehenswert. Und gucken Sie dann nur die öffentlich-rechtlichen oder auch die Privatsender? Privaten kaum. Private kaum, warum nicht? Weil ich da in der Regel ja von der Werbung aufgehalten werde und das gefällt mir nicht. Ach so, ja, und man hat ja auch nur eine begrenzte Lebenszeit, sage ich mal. Ja. Ja, aber mal ganz grundsätzlich, brauchen wir ein öffentlich-rechtliches Programm überhaupt? Oh, das, ich denke schon. Aber nur dann, wenn es ausgewogen ist. Wenn es ausgewogen ist in alle möglichen politischen Richtungen oder Weltanschauungen und Religionen, aber das ist im Moment nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Und nun gibt es ja auch den Programmauftrag zur Grundversorgung an Unterhaltung. Das haben die aber 1946 sich ausgedacht, als wenig Spaß war. Jetzt ist Internet, jetzt ist Netflix, jetzt ist YouTube, alles Mögliche. Mhm. Müsste man nicht wenigstens mal daran gehen und sagen, Unterhaltung rausnehmen? Warum? Unterhaltung nur dann rausnehmen, wenn sie politisch eingefärbt ist. Ich denke da an den Polizeiruf 110, der hieß Für Janina. Und die Protagonisten, die Polizisten, saßen in Büros, die waren ausgestattet an allen möglichen Ecken und Enden mit Antifa-Werbung. Also das kann dann nicht Unterhaltung sein. Aber es gibt selbstverständlich gute Unterhaltung im Fernsehen. Ja, aber müssen wir die denn zum Beispiel, ja, ich sag mal Spielshows oder die Gehälter von 25-jährigen Fußballmillionären, müssen wir die wirklich als Zwangsabgabe jeder bezahlen? Nein, auf jeden Fall nicht. Vor allen Dingen, wenn ich ans Geld denke und nehmen wir mal den ZDF-Moderator, den bekannten Klaus Kleber, der 600.000 Euro im Jahr verdient, ein Intendant 400.000 im Jahr, rechnen Sie das mal auf den Tag um, da kommen Sie an eine stattliche Summe. Da kommt man an eine stattliche Summe und wir alle müssen es bezahlen. Das soll ja jetzt wieder erhöht werden. Ja. Ja, aber das ist doch nicht schön. Natürlich ist das nicht schön. Für eine Dienstleistung, die ich zwar in Anspruch nehme, aber die ich in dieser Form wieder zurückgeben würde, wenn ich sie denn angemietet oder angekauft hätte, würde ich sie wieder zurückgeben. Ich habe ein schönes Interview im Netz gesehen, natürlich nicht im Öffentlich-Rechtlichen, mit dem John Cleese heißt er, glaube ich, das ist der Mitbegründer von Monty Python, ja. Der deutlich sagte, wir könnten das heute nicht mehr machen. Er nahm da Bezug auf das Leben des Brian und da gibt es eine kleine Szene, wo jemand der Protagonisten sich wünscht, ein Mann sich wünscht, eine Frau zu sein und die ziehen das dann durch den Kakao. Das würde heute nicht mehr gesendet werden können. Genauso wenig wie ein Otto, der mit einem Schwarzhäutigen Späße macht, in einem Film, der dann auch später, zumindest zur damaligen Zeit, später im Fernsehen gezeigt worden ist. Würde mit heute mit Sicherheit nicht mehr passieren. Aber dafür haben wir ja Anne Will, die gendergerechte Sprache in den ARD-Talkshows einführt. Ja, die macht dann Pausen zwischendurch. Ja, das war so Wahnsinn. Ne? Es wird ja immer behauptet, nur die Öffentlich-Rechtlichen, also die behaupten das selber, mit ihrer Demokratieabgabe, was das ja sein soll, und ihren Auslandsstudios, sind in der Lage, Qualitätsberichterstattung zu machen. Sehen Sie das auch so oder könnte man das vielleicht auch privat? Das könnte man sicherlich auch privat, ja. Da bin ich also ganz fest von überzeugt. Ich habe eine Stellungnahme vom, ich glaube, der heißt Hane vom ZDF, ehemaliger Moderator. Peter Hane wahrscheinlich, ja. Peter Hane, genau. Ja. Ich meine, der hätte gesagt, wir sind angewiesen, nach Merkels Vorgaben zu berichten. Also das kann sich ja wahrscheinlich dann nur noch ein Privatfunk leisten, ne? Wenn er nicht öffentlich-rechtlich untergehen möchte, der Moderator. Ja, also
Ich hab bei meiner Frage so ein bisschen an das System in den USA gedacht. Da gibt es ja quasi fast ausschließlich. Es gibt Public Broadcasting, gibt es einen, das ist ja fast ein Nischensender. Und dann gibt es aber die großen Netzwerke, die privat finanziert werden, die das machen. Und die machen auch explizit und machen Kasse und machen Quote mit Politik, mit Streit, mit Übertragungen von Kundgebungen von Trump und so weiter. Also die Frage ist ja, gibt es sowas? Ist das in Deutschland möglich oder ticken wir ganz anders als die Amis? Für mich könnte ich mir gut vorstellen, sowas zu nutzen, weil ich erinnere mich, dass es das ja auch mal bei uns gegeben hat. Ich denke an Gerhard Löwenthal und Monitor, die völlig konträr sich jede Woche streitend im Fernsehen präsentierten, was ja heute nicht mehr passiert. Ein konservativer Löwenthal und ein Merseburger, die gibt es nicht mehr. Na, die hätten, ja, ich sag mal, den linken Teil schon, da haben wir ja eine ganze Menge, aber es Ja, gibt gut. quasi für, ich sag mal, für die Konservativen, für die Bürgerlichen, selbst in dem Bereich CDU oder so, gibt es eigentlich kein Magazin mehr, was mal deren Themen aufgreift. Es Das ist ist korrekt, immer, ja. ja, es ist immer Klima und Diesel und die ganze Soße, ja. Ja, Keulenjournalismus, ne? Ja, absolut. Nazi-Keule, Rechtspopulistenkeule, Corona-Keule. Jetzt die neueste ist die Rassismuskeule. Ja, klar. Das fühlt mich nicht mehr wohl damit. Nun hat ja Hallo Meinung schon mal konkret dazu aufgerufen, sich gegen diesen GEZ-Automatismus zur Wehr zu setzen. Wir hatten ja da diese Aktion zusammen mit dem Anwalt Joachim Steinhöfel. Haben Sie denn jetzt auch eigene Ideen, das war ja so, wie wir in Kontakt gekommen sind, eigene Ideen, was man tun kann, um dem real existierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk Paroli zu bieten? Ja, ich denke ein bisschen mit Satire und ein bisschen mit Witz. Anfragen zu starten, wie zum Beispiel, kann ich einen Rabatt kriegen, weil ich nur so und so viele Stunden in der Woche gucke. Oder was ich mal gemacht habe, ich biete ehrenamtliche Arbeit an bei dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und werde dann von den Gebühren befreit. Also ich denke, da ist der Fantasie ja keine Grenze gesetzt, sich diesbezüglich zu tummeln. Das ist eine schöne Idee. Das würde aber wahrscheinlich nur dann, wenn überhaupt, eine Wirkung entfalten, wenn das wirklich Tausende und Abertausende von Leuten machen. Wenn da 10 Leute schreiben, dann ist gar nichts. Gut, ich meine, ich kann nicht meine Mitbewohner, meine Mitbürger dazu auffordern, das muss schon jeder selber tun. Ja. Ich selbst tue es, weil ich einen Teil dazu beitragen möchte. Es ist ja freiwillig, sich diesbezüglich ein wenig in die Quere zu stellen. Haben Sie das selber schon mal gemacht, dass Sie sowas angeboten haben bei denen? Ja. Und wie war die Antwort? Die Antwort, man kriegt entweder gar keine Antwort oder bei der Nachfrage, ob ich einen Rabatt kriegen würde, wurde dann ein vorgefertigtes Schreiben zurückgeschickt, dass die Gebühren nur dann erlassen können, wenn, und dann kam dann eine Liste von Hartz-IV-Empfängern und, die dann keine Gebühren zahlen müssen. Also eine Standardantwort. Ja. Ja. Ja, gut. Es ist jedenfalls schön und das gefällt uns bei Hallo Meinung auch, wenn was passiert, ja, wenn sich unsere Zuhörer, unsere Leser auch Gedanken machen, was sie in ihrem Bereich tun können, damit die Dinge in Deutschland sich verändern, die so aus dem Ruder gelaufen sind. Sand ins Getriebe streuen. Sand ins Getriebe streuen, das ist genau der Brief. Helmut Zilliken war das, einer aus der Hallo-Meinung-Gemeinschaft, der sich Gedanken macht, was man gegen das real existierende öffentlich-rechtliche System unternehmen kann. Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute Ihnen, lieber Herr Zilliken. Ich danke auch. Das war der Podcast von Hallo Meinung. Wenn Sie Informationen für uns haben, wenn Sie den Kontakt zur führenden bürgerlichen Meinungsplattform in Deutschland suchen, schreiben Sie uns. Kontakt@hallo-meinung.de.